Wir müssen ja theoretisch noch da unten drin sein, ne? Ja. Tja, ich höre sie schon. Ja, wo seid ihr denn? Spätestens ist es eigentlich. Und zwei Wänden läuft auch einer. Hm, ich glaube, die rennen dann weg, wenn es hell wird. Wasser? Hm. Was dann wird es, wenn die mal plötzlich durchs Dach kommen? Das müssen wir noch ein bisschen verstärken. Das machen wir. Wir bauen uns eine kleine Festung. Hast du ja was übersehen? Ja, aber vielleicht mache ich es auch nochmal weg. Mal sehen. So, jetzt habe ich es verstärkt. Hast du gut gemacht. Ich glaube, ja. Ich hätte es erstmal so gelassen, weil ich jetzt nicht wusste, ob ich es nochmal wegnehme oder nicht. Weil auf jetzt. Der anderen Seite ist es auch nicht verstärkt. Kannst du jetzt auch noch festmachen. Käse. Die ganze Planung zu Sau gemacht, der Kerl. Du bist ja noch nicht da, jetzt kann ich machen, was ich will. Kannst du auch so. Ach so. Ein Hund ist auch dabei gewesen, den haben wir noch nicht erwischt. Das kann sein. Das wird interessant. Na, ja, ist ja jemand. Ist da wer? So, oh, ich bin auch dem da. Dem Spiel beigetreten. Bist du gleich hier, ja? Ja. So, denk dran, Taste I. So, ich hab Hunger, ich hab Durst. Okay. Ich hab hier noch gegrilltes Fleisch. Wo hab ich das denn her? Dann schauen wir mal. Nutzen. Was noch machen? Und trinken. So, ich gucke mir das erstmal an. Irgendwo hört man gerade nichts mehr, ne? Um das zu verstärken, brauche ich Pflastersteine. Das klingt nach einem Hund. Ja, das klingt nach Hund. Das klingt nach Zombie. 19 Pfeile habe ich. Habe ich denn noch? 9. Für mich sieht es nicht gut aus. Ich sollte nicht so viel verschießen jetzt. Naja, es ist doch schon bald wieder hell. Ach, ich nehme jetzt einfach die Axt. Das Ding, das stört doch weiterhin, oder? Ja, das kannst du klein machen. Ich habe gar kein Holz und nichts mehr. Aber ich habe noch 28 Ding. Dann fange ich mal an. Denk mal, kommt keiner hoch. Mach ein bisschen Krach in der Nacht. Ja, mache ich. Bis die Axt nicht mehr geht, dann legen wir so eine Kiste. Ist ja gar nicht laut. Soll ich jetzt ein Dach noch drüber setzen, oder? Du kannst ruhig noch ein bisschen bauen hier. Wir wissen ja nicht, ob wir hier bleiben oder woanders hingehen. Wir können es erstmal verstellen. Wir können uns hier erstmal eine kleine Festung bauen. Irgendwo müssen wir uns niederlassen für den Anfang. Auf jeden Fall werden wir dann, wenn es wieder hell wird, uns erstmal um die ganzen Gebäude ringsherum kümmern. Ja. Ich denke, wir werden erstmal das dann hier drüben nehmen, wo die Tür da drüben uns so gerade so anstrahlt. Hm. Sieht irgendwie interessant aus. Es strahlt einfach so hier rüber. Da läuft noch ein Zombie und noch ein Zombie. Aber die scheinen mich gar nicht zu hören, obwohl ich hier rumhämmer. Mich hören sie auch nicht. Von 1000 auf 748 runtergebracht, ein bisschen Metall gekriegt. Machst du gerade wieder kaputt? Ja, weil ich hier das Dach hochziehen will. Ich hab mitgeschlagen. Ja, dann kann ich mich den Würfel genau hier so reinsetzen. Ach so. Einfach den Würfel dahin gesetzt. 664. Oh, jetzt kommt sie angerannt. Hat sie mich doch gehört. Hallo, du. So, ich hab da schon mal einen Schuss abgekriegt. Hat sie abbekommen? So, jetzt ist er aber hier unten, wo ich ihn nicht treffe. Wir können den Zaun auch dann nochmal wegnehmen und eine halb hohe Mauer oder so hinsetzen. Ich weiß ja, also ist der runterzufallen. Wir müssen theoretisch versuchen, wenn wir hier was machen, unten irgendwie verhindern, dass. Also wir müssen wahrscheinlich einen Doppelblock unten hinsetzen. Und den verstärken. Jetzt ist er gut. Ah. Ich komm's da nochmal vor. Und nochmal her. Du Wesen. Ja. Du. Ah. Was so? Hier? Und. Ich brauch Wasser. Ich hab's erwischt.
Oh, es ist ja auch ausgegangen. Aber sie ist auch noch nicht tot. Ach hier, es ist kein Holz mehr im Dings. Ich nehme ja mal das Wasser raus. So, also 3 Pfeile hat sie schon mal abbekommen. Den habe ich noch einen. Jetzt liegt sie. Die ist tot. Mit 4 Pfeilen. Ups. Gut, da ist der Hund. Oh Mist, der hätte ihn fast auch noch abschießen können. Schade. Der läuft gerade draußen rum. Ist doch recht hinten. Ist er vielleicht gerade hier hinten? Also die scheinen auf jeden Fall ins Haus reinzukommen. Ja, ist ja nie abgesichert. Ja. Das müssen wir nachher auch noch bleib machen. Bleib da, bleib da, bleib da. Dem Hund habe ich schon mal ins Bein gehauen. Komm, Hund. Den Hund noch eine reingehauen. So, mit dem Feuer gesagt, ich hau in die Ehe rein. Mist. Schubst mich, hier sind sie weg. Schade. So, ich hab mal hierhin geschossen, kann ich den Pfeil wenigstens wieder aufnehmen. Dann sind wir doch vorgekommen. Jetzt sind sie, graben sie wahrscheinlich wieder im Haus rum. Mal wieder bis der Axt. Auch hier nochmal ein bisschen weiter. Haben wir es bald der Hälfte weggeschafft. Bist du gerade runter? Nee. Was? Nee, ich war auch hoch. Nee, weil der Hund gerade so extrem wild geworden ist. Ich dachte, du bist runter und er frisst dich. Ach, das wäre ja nichts Neues. Er ist gerade so extrem wild geworden, aber vielleicht, weil ich wieder gehämmert habe. Das kann sein. Stört die vielleicht. So, erstmal das. So, der Hälfte ist schon mal geschafft. Das wäre dann also ein Dach. Da baue ich das Dach hin. Dann muss ich mal gucken, hier andersrum. Also hier würde ich das vielleicht die Fläche erstmal freilassen ohne Dach. Mach ich mit der Steinaxt. Ich habe noch kein Holz zum Verstärken. Oh, der Hund ist wieder da. Komm, bleib da, bleib da, bleib da. Ja, bleib da. Sehr schön. Bleib, 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 bleib. Ah, stirbt immer noch nicht. Na gut, tot ist er aber. Und, ja, er liegt. Der Hund liegt. Ja! Der Hund liegt. Der ist eigentlich der gefährlichste von allen gewesen. Ja, die Hunde, sie sind... Weil die so schnell sind. Ich nehme mal das Ding von der Mitte weg. Aber es kann sein, dass da ein Loch entsteht. Ja, sehen. Nee, gut. Weil da haben wir Platz für noch eine Kiste. Dann können wir nämlich nachher auch die Röhren wegnehmen. Von dem Ding hier. Dass wir überall noch ein bisschen was hinstellen können. Das wäre doch praktisch, wenn wir noch ein bisschen Platz haben. Und irgendwann mal sehen, ob wir vielleicht unten noch alles zumachen. Was man schon trinken. Deswegen wäre wahrscheinlich gut, einen Graben dann irgendwann zu setzen, sondern eher außenrum, wie so ein Doppelblock verstärkt. Weil dann sind die nämlich ein Stück weg und wir haben vielleicht eher die Möglichkeit, die abzuschießen. Ein Doppelblock und davor noch, hier solche... Ach, die Dinge halt mit der Spitze. Die noch oben drauf setzen, ne? Oben drauf oder davor? Oder oben drauf und davor? Noch was trinken und essen. So, meine Axt ist fast kaputt jetzt. Die Ecke muss immer mit dem Tausender weg. Ja. Ich glaube, jetzt war es das Gegenstand, was repariert werden. Jetzt kann ich es in die Kiste legen. Ja. Jetzt wird es langsam hell. Was haben wir noch so? Eine Eisenschaufel. Sehr schön. Eisenpfeil. Was spielt denn ja alles wegnehmen? Nee, du kannst ruhig. Wir müssen eh noch ein bisschen sammeln. Eisenpfeil, weil die sind stärker. Die, denke ich mal, sind gut für die erste Nacht. Also für die Blutnacht. Wie war das Schiff-Taste, ne? Wollen wir direkt Dinge rüberlegen? Genau. Verbandskasten rein, das Mineralwasser, Dose, Katzenwort, behalte ich. Aber ich sehe gerade, ich hätte wahrscheinlich jederzeit noch Pfeile herstellen können. Ja. 22 Stück.
Von wegen, ich habe nur 9. Ich hatte nämlich gar keine mehr, ich habe alle verbraucht. Bist du schon wieder unten? Hast du eine Leiter platziert? Klappt's? Ah, da hat's gerade geknurrt, deswegen bin ich schnell hoch. So, jetzt werden wir mal runtergehen und das Ganze anschauen, was da unten los ist, ne? Oder? Genau, wollen wir zwei Leitern hüben und drüben machen, da haben wir dann jeder eine, wenn wir gejagt werden. Die Frage, wo wir die zweite hinmachen. Können ja auch hier vorne hinsetzen. Aber hier vorne wäre vielleicht wirklich gut, dass wir hier noch eine. Genau, dann nehme ich das eine wieder weg und dann setzen wir die hier noch ran. Dann müssen wir aber am besten unten diesen Erdhaufen wegnehmen. Ja, diese Pflanze. Den hätte ich sowieso noch weggemacht. Wenn ich jetzt die von dort aus zur Leiter gehen. Ich gehe jetzt erstmal die Leiter runter. So, dann gehe ich gleich mal die Leiter hier runter. Also ich bin unten. Und dann schaue ich mich mal um. Bestimmt sind die... Ah, hier unten, ich sehe ne schon, der ist hier unten, wo ich jetzt bin, wo die neue Leiter ist. Huch, jetzt bin ich runtergefallen. Da ist der Hund. Ach, der ist im Haus. Hallo. Ist noch mehr? Nee. Oh, jetzt kommt er. Er kommt raus. Und du stehst hier oben. Sehr. So, dann fange ich mal an, das hier wegzunehmen. Ich sollte erstmal gucken, ob einer noch drin ist. Das ist ein Plan. Knochenmesser wäre was Feines, aber ich habe keine Knochen. Wenn es nämlich den Hund noch wegnehmen. Aber ich kann es auch mal Spitzhacke machen. Also hier scheint jetzt keiner. Da bringt man wenigstens einmal ein paar Knochen. Keiner mehr zu sein. Dann nehme ich jetzt erstmal das Holzding hier weg, dass sie nicht noch die Leiter hochspringen können. Genau, ich lag mal auf dem, was auf dem du stehst. Doch nicht, ne? Jetzt wieder. Irgendwie war es gerade komisch. So, keine Ausdauer. Keine Ausdauer. Wie bei Diablo immer hab ich die Ausdauer nie. Jetzt muss repariert werden. Oh, es läuft. Ich habe auch nie genug. Nee, ich habe irgendwas anderes erwischt. Ich hab nicht das erwischt, was ich eigentlich. Dann machen wir das Ganze nochmal. Aber mir fällt bloß auf, hier ist alles braun. Bei mir, bei den YouTube-Videos war das ja rot. Ach so? Dachte ich. Das ist wohl rot. Hier liegen noch Pfeile. Oh. Gut, dann sind die sich wahrscheinlich mal daneben geschossen. Wie lange dauert das hier? Oh, das dauert. Wieder schnell. Die muss man graben. Ah, da kriegst du sogar Lehm. Muss man graben. Graben geht schneller. Kann ich eine Schaufel herstellen? Ich weiß gar nicht, ob ich schon nicht sogar schon eine hab. Mal gucken. Ja, ich hab. Nee, doch nicht. Ich hab doch keine. Ich komme mir noch nicht so richtig zurecht. Gebe oben Schaufel ein. Das ist ein Plan. Schaufel, Steinschaufel. Was brauche ich denn dafür? Fasern. Fasern fehlen mir. Ich glaube, jetzt dürfte ich sie haben. Steinschaufel. Fertiger. Jetzt kann man die Schaufel wieder löschen. Das alles wieder anzeigt. Und jetzt habe ich nämlich die Schaufel. Dann setzen wir die dorthin. Dann nehmen wir nämlich das. Und dann wird hier ein bisschen... Da geht es nämlich viel schneller. Als hat man ja im Geräusch gehört, dass man hier eine Schaufel gebraucht hat. Ach so. Okay, und da habe ich gar nicht drauf geachtet. Warte. Was ist hier? Das ist dieses Dumpfe. Wenn das Dumpfe, jetzt, ja. Wenn ich stopfe mal gegen die Wand. Ja. Bei diesen Geräuschen brauchst du eher eine Hacke. Bei diesem dumpfen Geräusch brauchst du eine Schaufel. Das ist das, was ich so bisher mitbekommen habe. Mal gucken, ob hier auch nichts kommt von der Seite oder so. Das wäre ein bisschen gefährlich. Nicht genug Ausdauer, okay. Ja, ich muss mal was trinken, ne? Da links hat er die Anzeige. Ja, ich habe ja noch. Hast du noch was? 60 Wasser bringt mir das. Ich glaube, das ist genug. Ja, es ist reines Mineralwasser. Ich nehme es jetzt einfach mal. Das Wasser war ja blau und das grüne ist Essen. Genau. Ich habe Hunger, aber ich habe nichts mehr zu essen. Müssen wir nachher mal gucken, ob wir irgendwas noch haben. Also ich habe noch was im Inventar. Aber das werde ich auch gleich selber nehmen. Ja, das brauchst du bestimmt selber. Ich habe hier nämlich Dose Katzen. Das bringt aber auch nur 10 Nahrung. Ich esse die gleich mal beide. Mach das. So, also das hier unten habe ich entfernt. Das da oben dauert ein bisschen, das hat 1000. Ich habe auch gerade an einem. So, und dann müssten wir hier noch ins reinsetzen. Das ist dann die Leiter. Das
ist gut. Dass man wenigstens erstmal hier schon allein für die nächste Nacht mal ein bisschen, ne? Ah, ich glaube, das Ding hat 2 oder 3. Woran ich gerade hämmer. 2.000, 3.000. Ja, die, also das Ding musst du ja eigentlich auch nie wegnehmen. Wichtig wäre, dass man diese ganze Holzplattform unten wegnehmen. Okay, das war's. Das ist ja ein Bossgegner. Das habe ich ja völlig verpasst.